Система Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Welcome to Sputnik. Draussen ist es so grusiges Wetter, dass wir irgendwo doch noch einen Weg finden, nämlich hier innen im Giardino Verde. Und dass nicht nur da die Frühlingsstimmung ausgebrochen ist, das sehen wir anhand von unseren Themen. Parisian Rave Awards im Kongresshaus, Evolution Rave, die MTV European Music Awards, Kleiderbörsenparty in der neuen Börse, Musikbeitrag mit Freak Power, Aufgetipp mit der Geraldine Knie, und Orbiscope News mit Nathalie Brändli. Was die Oscars sind für die Filmgesellschaften, sind jetzt die Rave Awards für unsere Techno-Leutlis. Parisien hat gedacht, dass die guten Technomacher auch mal prämiert werden müssen. Darum die ersten Rave Awards im Kongresshaus. Guten Abend miteinander, ich bin Gwendoline und ich befinde mich im Kongresshaus. Ihr fragt euch sicher, warum heute Abend nicht Claudine Sputnik moderiert. Das ist so, heute wird Claudine auf dieser Bühne mit dem Dieter Meier zusammen Preisverleihung machen. Bei dem Preis handelt es sich um den ersten Schweizer Rave Award, wo die führenden Personen aus der Techno- und Rave-Szene ausgezeichnet werden. DJ Gizmo. Oh yeah! What's up? Switzerland, I love you! Fucking hardcore! Thank you. DJ Gizmo. Der erste Preis für Best National DJ hat erstaunlicherweise ein schneller Herr aus Bern gewonnen. DJ Noise! Energy 94. Der nächste Preis geht an Gewinner, wo der beste Rave Track gemacht hat. Yves de Welter from Belgium. Wir haben sehr, sehr viele Einsendungen bekommen für den Best Newcomer. Jetzt kommt ein ganz spezieller Preis für die beste Live-Video-Animation. Und der Preis geht an ein Team aus Genf. Virtual Unlimited! Peter, Richard and Eve! Bravo! Nenne jetzt noch ein Award zum Vergehen. The best producer, Sonic Engine von Zürich. Woo! Sonic Engine. The best producer. Nach den Rave Awards ist der Evolution Mega Rave über die Bühne gegangen mit 8 Dancefloors und jener Szenenprominenz. Gwendoline war für uns dort. Was würdest du ändern, wenn du etwas ändern könntest an dieser ganzen Szene? Eigentlich nichts, ich finde es gut so. Es kommt immer Neues rein und ich finde es eigentlich gut, was gekommen ist. So. Der Ide West beim Oder hier auf Sputnik TV. Über
Über Natalie Brandy muss man fast nichts mehr sagen. Die meisten kennen sie, die meisten sind schon in ihrem Laden gewesen, im Planet 8, an der Rösligasse. Wer das Marusha-Video Trip to Raveland kennt, hat ihr T-Shirt schon gesehen. Ist es schön, wenn Marusha das T-Shirt hat? Ja, sie ist ein bisschen langsam, aber doch echt schön. Natalie Brändli ist ein ganz interessantes Exemplar von der Zürich Szene. Mit nur 20 Jahren hat sie bereits ein eigenes Lederli, der Planet 8 an der Rösligasse. In Zusammenarbeit mit den Perron 8 Leuten aus Bio hat sie ein eigenes Kleiderlabel, Cosma. Die berühmteste Trägerin dürfte Marusha in ihrem Video Trip to Raveland sein, La Fille Plastique. Sommer. Ja. Liebe. Ja. Was machen Raver im Sommer? Sie fahren mit VP Travel am Summer of Love auf Italien. Susanne Walder hat am letzten Wochenende Zürich Street Party gegeben. Street Parade? Nein, Street Party. Street Party? Nein, Street Party. Street Party? Party auf der Straße. Ah! Ah! Hey Natalie, ich habe gehört, deine Königin war im Spital. Ja. Wieso denn das? Was hat dir gefallen? Dani König hat, glaube ich, in der letzten Orbuskop-Sendung den wahren Dani König gesehen, der jetzt neuerdings im Blackout auflegt. Und ich glaube, nachdem. Der hat es flach gelegt. Der wahre Dani König im Blackout. Wie war das mit der Love Parade? Du warst jede Wochenende in Berlin. Oh, sorry! Entschuldigung! Nein, natürlich ist die Love Parade in Berlin 1995 am 2. Juli-Wochenende am Samstag. Weil am 1. Juli-Wochenende, das ist mehr für die Buben und so. Und das ist die Party von dieser Woche. Uli! Sorry! Ja. Vom Line-Up her Mayday für Arme. Westbam, Dick, Marusha, Hooligan und Ritter. Ja, bricht. Also wir sind hier zum Neuchâtel im Casino de la Rotonde mit allen Lost Spirit People wie Marusha und so weiter. Bist du hier? Ja, weil ich liebe Techno-Musik. Sie liebt Techno-Musik? Ja. Das ist für Mindix, Mindix, Masricardo. Masricardo. Und Marusha. Und da wären wir wieder bei der Marusha. Dann wie viel das Sputnik-Interview ist es eigentlich schon? Ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ich weiß es nicht. Du bist immer umgeben von schönen Frauen, wie auch hier. Wie kommt das? Wie macht man das? Ja, man muss viele Interviews für Sputnik TV geben, dann geht das wie von alleine. Kuchi Kastli. Ja! Ja! Das war jetzt ohne Vorbereitung, ich wusste es von allein. Und wieso haben wir heute so grosse Pupillen? Wieso? Nein, den kannst du mir nicht umschieben. Ich habe keine Tragen noch. Hier in Neuchâtel gibt es natürlich nicht nur Techno, sondern auch andere Sachen. Juppie, ja, ja, juppie, ja, ja, juppie, ja, ja, juppie, juppie, ja, juppie, ja. Zum Glück, Gott sei Dank, ist das wieder mal gewesen. Vom Orbuskop und vom Sputnik und dem Haupt. Und ich bedanke mich recht herzlich für den Natalie Brändli zum Gast. Nie mehr. Sie kommt nie mehr. Sie wird jetzt keine Freunde mehr haben. Dann muss ich uns. Zum Beispiel das tolle Publikum. Ja. Also eigentlich müsste ich jetzt so eine Nase von lauter Lügen und Heucheln. Aber ich verstecke mich lieber in einem Plastiksack. We'll be right back.
Thank you.